175 Jahre Eisenbahn in Österreich. Die sechsteilige Dokumentation zur Geschichte der Eisenbahn in Österreich. Auf DVD oder auf Blu-ray in bester High-Definition Fernsehqualität. Hallo, liebe Panorama-Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Nikolaus Reisinger. Ich bin Historiker an der Karl-Franzens-Universität in Graz und ich bin Eisenbahnhistoriker. Und ich freue mich sehr, Sie durch die ersten beiden Teile der Eisenbahn-Sonderedition 175 Jahre österreichische Eisenbahn begleiten zu dürfen. Wir haben uns als Drehorte zwei für die österreichische Eisenbahngeschichte ganz wichtige Orte ausgesucht, an denen sich auch ganz tolle Museen befinden. Wir starten hier im Südbahnmuseum Mürzzuschlag und werden dann unsere Reise fortsetzen im Technischen Museum in Wien. Die Geschichte der Eisenbahn beginnt schon lange vor den ersten Dampflokomotiven. Schon die Römer hatten spurgeführte Karren, die sich im Laufe der Jahrhunderte ständig weiterentwickelten. Der Förderhund aus dem siebenbürgischen Bergbau am Beginn des 16. Jahrhunderts zeigt bereits die Vorläufertechnologie des heutigen Radschienensystems. Aber wir sehen hier diese gewölbte Lauffläche, die ganz ideal in einen gleisförmig zugehauenen Baumstamm greift. Weiter geht es bei der Folge 1 mit der Erfindung der Dampfmaschine und der einsetzenden industriellen Revolution. Authentische Bilddokumente vermitteln Impressionen von den Fahrversuchen der ersten dampfbetriebenen Fahrzeuge. Bis hin zum legendären Lokomotivrennen in England, bei dem George Stephenson als Sieger hervorging. Folge 1 der sechsteiligen Dokumentation der Geschichte der Eisenbahn stellt aber auch die großen österreichischen Pioniere der Eisenbahn vor. So zum Beispiel Franz Josef Gerstner, seinen Sohn Franz Anton Gerstner und Matthias Schönerer. Sie waren für den Bau der ersten europäischen Pferdeeisenbahn von Linz nach Budweis verantwortlich. Danach widmet sich die Folge 1 dem Bau der ersten österreichischen Eisenbahn von Wien nach Bochnia. Zwei Persönlichkeiten stehen dabei im Mittelpunkt. Der Eisenbahnvisionär Franz Rippel und der führende Finanzier des Habsburger Reiches, Bankier Salomon Mayer, Freiherr von Rothschild. Er erhielt das erste Privileg zum Bau einer lokomotivbetriebenen Privatbahn in Österreich, der sogenannten Kaiser-Ferdinands-Nordbahn.